So, jetzt ist es kurz vor drei. Ich werde euch jetzt ganz einfach förmlich entlassen, mehr oder weniger. Ja, nicht wieder beim Wirten vorbeischauen, weil der hat es ja so schon zu. Und ich danke euch allen fürs Kommen. Und es ist wirklich toll, dass wir alle so einigermaßen der gleichen Meinung sind. Und ich habe noch an Herrn Söder etwas mitzuteilen. Das wird das letzte Satz sein dann. Er soll einfach ein bisschen mehr mitdenken, dass infiziert heißt nicht gleich tot. Und er sollte bitte das unser Steuergeld, das was wir bezahlen, sollte er lieber, anstatt dass er das in die Rettung von Fluglinien steckt, die was Millionen verschlingen, das sollte er lieber in unser Gesundheitssystem investieren, soll Intensivbetten anschaffen, soll Personal anschaffen, dann hört man den ganzen Druck nicht, weil im Endeffekt ist es jetzt so, dass man einfach sagt, ja, der hat Abstand halten und der macht die Beschränkungen alle, weil die Corona-Zahlen wieder plötzlich alle nach oben steigen, die Intensivbetten werden belegt und dann haben wir wird es ein Desaster da und deshalb sage ich einfach, er soll einfach das Personal und die Intensivbetten erhöhen und dann hätte man wahrscheinlich viel weniger Stress mit dem ganzen Zeug. Ich danke fürs Kommen, ich hoffe, wir sehen uns wieder mal bei der nächsten Veranstaltung. Ist jetzt echt geile People und lasst euch nicht untergehen, bleibt gesund und wir sehen uns. Dankeschön. Ja. An meine Ordner, ich bräuchte die Westen wieder zurück fürs nächste Mal. Ihr müsst ja dann alle jetzt leider gehen. Also, wir bleiben ja noch ein bisschen, aber offiziell ist vorbei. Und wir spielen jetzt nur noch zwei Songs von Chris Gabriel, a.k.a. Good Vibes Gabriel. Ja, genau. Die er extra zum Thema Corona geschrieben hat, während ihr quasi langsam euch auflösen dürft. Aber nur, dass ich ihn ansage, den hätten wir vorher schon eingeplant, er konnte nicht persönlich da sein. Aber das wäre das war. Moment, ich gebe mal weiter. Tschüss. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Da links hinten wollte ich noch erwähnen, steht eine kleine Spendenbox. Vielleicht ist der ein oder andere Euro drinnen. Das Geld wird dazu hergenommen, damit man eben das Equipment da und das alles irgendwie organisieren kann für die nächste Veranstaltung. Ich würde Danke sagen und ja, kommt's gut nach Hause. Danke.